Tag, meine Lieben, hier eine neue Rubrik von mir, unser Planetencode für den nächsten Monat. Und ich habe natürlich für euch was vorbereitet, was genau der Planetencode mitbringt. Schaut mal rein und ich freue mich, wenn ihr auch von diesem Wissen Gebrauch macht. Der Planetencode für September 2017. Was passiert überhaupt in diesem Monat? Wie wirken die Impulse auf uns? Mein Name ist Vadim Chensi, bin russischer Schamane und arbeite mit dem Planetencode und bin froh, wenn ich mein Wissen Ihnen auch weitergeben darf. Wir haben eine ganz spezielle Kombination in diesem Monat, 917. Neptun geht auf die Sonne und auf Saturn. Und zwar hier geht es darum, dass wir auch definitiv viel mehr Kraft bekommen in der Kommunikation. Wenn Sie kommunizieren in diesem Monat, da haben Sie die Möglichkeit, neue Energie anzuziehen und diese Energie gibt Ihnen auch viel mehr Sicherheit. Ja, bei dieser Kombination geht es auch darum, dass man auch viel mehr mächtiger wird, viel mehr an sich glaubt. Macht es ja nicht immer was Schlechtes, sondern macht es das, was uns erdet. Und auch Sie können geistig richtig stark werden in diesem Monat. September bringt allen richtig gute Energie. Man soll natürlich nur noch schauen, was man mit dieser Energie macht oder was man überhaupt anfängt. Für alle, die eine 1 haben in ihrem Geburtsdatum, bekommen auch doppelte Sonnenkraft, das heißt doppelte Power. Für alle, die 2 haben, die bekommen auch gute Ideen und sehr viel für die Liebe. Die einigen Menschen, die 3 haben, die profitieren in diesem Monat vor allem dadurch, dass sie selbst etwas auf die Beine stellen. Haben Sie eine 4 in Ihrem Geburtsdatum, dann haben Sie die Möglichkeit, Ihre Ideen über die Kommunikation zu vermarkten. Und bei der 5 können Sie sogar mit Ihrer spirituellen Art vieles erreichen. Haben Sie eine 6, da geht es bei Ihnen um die Liebe. Auch hier wird endlich mal was geschenkt. Haben Sie eine 7, geht es darum, dass Sie doppelten Saturn mitbringen. Und dieser doppelte Saturn bringt Ihnen Sicherheit und ein bisschen mehr Geld. Bei der 8 geht es mehr um Familienfrieden. Hier wird endlich mal Frieden zurückkehren. Bei der 9 haben Sie die Möglichkeit, Ihre Menschen im Herzen zu erreichen. Und wenn Sie eine 0 haben in Ihrem Geburtsdatum, da haben Sie sehr vieles mit Ihrem Karma zu tun. Sie können Ihr Karma klären. Es kommt natürlich vor, dass wir mehrere verschiedene Zahlen haben im Geburtsdatum. Und zwar all diese Aussagen passen trotzdem zueinander. Dann haben Sie eben nicht nur ein oder zwei Themen, sondern vielleicht mal sogar 6 Themen. Das ist das Höchste, was man haben kann. Wir sehen uns im nächsten Monat bei dem Planetencode. Alles Liebe und alles Gute, Ihr Vadim Chensi.